Original. Mein Lieblingsfreund Tim Kellner fängt nämlich genauso gerne seine Videos an. Welcome to dem Love Channel, der so weit vom Rassismus entfernt ist wie Russland von der Demokratie. Warum ich mit Tim Kellner ausgesprochen habe, ist eigentlich ganz klar. Er hat nämlich einen ziemlich krassen Wandel durchgemacht. Der Mann ist um die 50 als Polizist seine Laufbahn quasi angefangen. Ist dann leider aber Gottes in die Nähe der Hells Angels gekommen, hat dann diesen Rocker-Lifestyle für sich entdeckt, unehrenhaft aus der Polizei entlassen worden, war vorbestraft wegen Körperverletzung oder beziehungsweise Förderung der Prostitution etc. etc. Und bei einer Hausdurchsuchung hat man wohl dann scharfe Munition bei ihm gefunden, was dann dazu geführt hat, dass man ihn dann letztendlich dann doch aus dem Dienst entfernt hat. So, jetzt müssen wir erstmal anfangen und gucken, wer dieser Tim Kellner eigentlich ist. Tim Kellner ist Polizist. Er hat also mehrere Bücher geschrieben über seine Laufbahn, über alles, was so in seinem Leben passiert ist. Wen interessiert das eigentlich? Wir sind doch in Deutschland. Der besten Deutsche, das es jemals gegeben hat, laut seiner Aussage. Hat mit anderen seinen Rocker-Club gegründet, Brothers MC, MC Salt City, Brothers MC Guard oder Brothers Guard MC. Innerhalb des Clubs gab es wohl Differenzen und Meinungsverschiedenheiten, dann hat man sich so ein bisschen auseinandergelegt. Und er ist halt Präsident oder er behauptet, er sei Präsident eines dieser Clubs. Dazu kommt eine stramme deutsche patriotische Meinung, die nicht immer ganz frei von Antisemitismus ist und die nicht immer ganz frei von Ausländerfeindlichkeit ist. Aber man könnte es schon fast Islamhass nennen. Und das wäre jetzt auch quasi dann das erste Kapitel Islam. Mittlerweile sieht es so aus, zum Kellner so ein bisschen von der Islamkritik weg oder vom Islamhass weg zur Corona-Maßnahmenpolitik und zur Corona-Maßnahmenkritik übergegangen wäre. Allerdings finden sich seine brisanten Werke immer noch auf BitChute, die gar nicht zensiert werden. Deswegen findet man die Videos da auch noch, denn auf YouTube und auf allen anderen Kanälen, wo er diese beworben hat, sind diese relativ zügig und relativ schnell gelöscht worden. Hat wenig damit zu tun, dass es man zensiert, und das hat einfach damit zu tun, dass sie tatsächlich antisemitisch, rechtsradikal und hetzerisch gewesen sind und andere dazu aufgestachelt haben, gegen Minderheiten vorzugehen, wie man hier auf diesem Demo-Ausschnitt sehen kann. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Ich gehe sogar noch ein Stückchen weiter, und zwar, für mich gehört nicht nur der Islam nicht zu Deutschland, sondern auch viele Muslime gehören nicht zu Deutschland. Viele junge Männer aus dem islamischen Kulturkreis sind einfach nicht kompatibel. Deutschland befindet sich meines Erachtens nach in einem Kriegszustand. Die Deutschen haben es nur noch nicht bemerkt. Tim Kellner bezeichnet also Menschen des islamischen Glaubens, Muslime, als nicht kompatibel für Deutschland. Er möchte, dass diese Muslime und auch diese ganzen Flüchtlinge, die aus muslimischen Ländern kommen, möglichst schnell wieder verschwinden, weil er der Meinung ist, dass diese Menschen nicht nur die Kultur eben nicht bereichern, sondern tatsächlich dafür Sorge tragen, dass diese Kultur zerstört wird und dass es von Merkel auch eindeutig so gewollt wird, was man in diesem Ausschnitt sieht. Die Völkerwanderung von Millionen von Menschen in unser Land ist als nichts anderes als eine Invasion zu bezeichnen. Es ist eine Invasion. Dieses wurde vorsätzlich von einer Angela Merkel gefördert und auch initiiert und wird seitdem von der gesamten Einheitspartei mit voller Motivation weiter vorangetrieben. Diese Bundesregierung will Deutschland abschaffen. Sie will den Nationalstaat abschaffen. Dies erreicht man, indem man die Grenzen abschafft. Dies erreicht man, indem man die eigene Bevölkerung letztendlich abschafft und sie dahingehend verändert, dass man in den nächsten Jahren eine Bevölkerung dann vorfindet, die nicht mehr durch eine einheitliche Kultur, einheitliche Werte oder einen einheitlichen Glauben in sich geschlossen und fest ist. Kellner behauptet hier also, dass Merkel den Plan gefasst hat, sie ganz viele Flüchtlinge ins Land reinholt, um die deutsche Kultur zu zerstören. Ich meine, ganz ehrlich, wie krank muss man sein, um auf so eine Idee zu kommen? Natürlich hat Deutschland sich damit übernommen. Und natürlich hätte man die politische Asylfrage hier in Deutschland anders klären können und müssen. Das heißt aber nicht, dass automatisch alle Muslime, die hier hinkommen, in einen Kamm geschert werden dürfen und gesagt werden darf, die sind alle schlimm, die sind alle kriminell, die sind alles Terroristen. Keiner von denen möchte sich hier anpassen. Das stimmt ja nicht. Ja, es gibt doch tausende und abertausende Beispiele, wo das eben nicht der Fall ist. Was ist denn mit denen? Die haben auch den islamischen Glauben, haben sich aber angepasst. Die beziehen kein Hartz IV, die bewohnen eine eigene Wohnung, die sie selber bezahlen, mit Steuern, die sie auch selber bezahlen. Sie sind teilweise selbstständig geworden, haben teilweise hier studiert und dann Arbeit angenommen. Was ist denn mit denen? Ja, oder die wohnen hier teilweise schon in der dritten, vierten, fünften Generation. Was ist denn mit denen? Sind das auch Terroristen? Sind das auch Kulturzerstörer? So, und was ist überhaupt damit gemeint? Die müssen sich hier anpassen. In Deutschland, ihr redet doch immer alle von Meinungsfreiheit und
Wir wollen alle frei sein, wir wollen uns nicht sagen lassen, was wir zu tun und zu lassen haben. Dann lasst die Leute doch auch tun und lassen, was sie wollen. Ist das nicht genau das Credo, was ihr verfolgt? Wollt ihr nicht frei sein? Ihr habt doch gesagt, ihr wollt frei sein. Dann lasst die anderen Leute doch auch frei sein. Indem ihr anderen Leuten sagt, was sie zu tun und zu lassen haben, macht ihr sie zu unfreien. Ja, die möchten doch lediglich ihre Religion ausleben. So, und zu 99% sind das Menschen, die einfach irgendwo in einem Haus beten wollen und fertig. Und dann gibt es dann diese anderen 1%, die dann sagen, ja, lass sie doch labern. Wenn man sich die Bürgerstatistiken hier in Deutschland anguckt, dann ist der Islam wirklich keine Bewegung, die uns in irgendeiner Weise im christlichen Abendland gefährlich werden kann. Digga, ganz ehrlich, wie willst du denn hier ein ganzes Volk austauschen? Wie möchtest du 80 Millionen Deutsche austauschen? Wie soll das funktionieren? Wo sollen die denn alle hin? Das dauert ja Jahrhunderte. Bist du wirklich, nehmen wir mal an, dieser super Plan, der stimmt, ja? Nehmen wir mal an, das ist wirklich ernst und es ist wirklich so, dass jemand von ganz oben, ja, der die New World Order plant, gesagt hat, in Deutschland gibt es bald keine Deutschen mehr. Warum das auch immer so wäre. Wie viel Zeit hat dieser Mensch denn? Kann er sich jetzt da hinsetzen in seiner New World Order Zentrale, in seiner riesigen Konzernzentrale, weil es sind ja Konzerne, israelisch geführte Konzerne, und warten, bis das Volk ausgetauscht ist? Wie lange soll das denn dauern? Wie lange wollen die denn da oben in ihrer Chefetage sitzen und warten, dass die New World Order eintritt? Ja, selbst wenn du jetzt die Plandemie als Mittel zum Zweck instrumentalisieren würdest, würde das ja Jahrzehnte dauern. Jetzt nehmen wir mal an, das sind wirklich alteingesessene jüdische Strukturen. Der Typ, der jetzt da oben an der Macht sitzt, ist wie alt? 60, 70? Der Sohn ist 30, 40? Das dauert 100 Jahre, bis wir alle ausgetauscht sind? Was ist denn mit den ganzen Ländern drumherum? Was ist denn mit Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Polen, Tschechien, Slowakei? Sind die auch Teil des New World Order Great Reset Plans oder was ist das? Was passiert denn da? Glaubt ihr allen Ernstes, dass das passiert? Ich glaube nicht. So, nichtsdestotrotz, ihr sagt doch selber, wir wollen unser Grundgesetz gewahrt wissen. Der Kellner redet doch immer von, ich will frei sein, ich will, dass die Grundrechte gewahrt werden, ich möchte Demokratie haben. Ja, Demokratie ist immer noch ein Mehrheitsentscheid. In einer Demokratie entscheidet die Mehrheit und die Mehrheit bist du nicht. Garantiert nicht und deine Gefolgsleute auch nicht. Ihr seid eine riesige Minderheit. Deswegen interessiert es kein Schwein, was ihr wollt. Das ist nun mal Fakt. Damit muss man sich abfinden. Übrigens, was mir noch eingefallen ist, diese ganze Islamkritik macht eigentlich auch gar keinen Sinn und müsste eigentlich deutlich aufzeigen, dass das reine Polemik und auch Opportunismus ist. Weil lustigerweise hat Kellner dieses Thema aufgegriffen, als es politisch akut war. Bevor das passiert ist, hat man ihn ja nirgendwo gesehen. Er war gar nicht aktiv, es hat ihn gar nicht gegeben, er hat gar nicht existiert. Und er schreibt ja selber in einem seiner Bücher, ich glaube im ersten, dass die Silvesternacht 2015, wo es zu diesen Nafri-Vorfällen gekommen ist im Kölner Hauptbahnhof, dass das der springende Punkt gewesen wäre, der ihn zum Umdenken motiviert hätte. Wer glaubt denn die Scheiße? Das Thema war doch vorher auch schon akut. Warum erst 2015, als es überall in den Nachrichten gestanden ist? Ja, ganz einfach. Der hat gesehen, damit kann man wirklich was reißen, damit kann man Leute erreichen und damit kann man auch ein bisschen Kohle verdienen. Auch wenn er nicht werbefreundlich ist, wird er ein paar tausend Euro mit seinen Klicks machen. Und das darf man nicht vergessen. Der ist ein Opportunist. Original.